Und probiere den Vertrag, zu dem ich am Telefon mich hat überreden lassen, obwohl ich denen sagte, ich möchte eigentlich bei mir in Hannover bleiben, aber irgendwo sagte ich ein Jahr. Will ich mal gucken, ob das hier ganz gut hier drauf kommt. Ich muss natürlich darauf achten, dass da nicht zu viel Publikum in die Wege kommt. Jetzt sehe ich hier, hier sind eigentlich alle meine Daten drauf zu sehen. Hiermit bestätigen wir den Kündigungseingang Ihres Liefervertrages und entsprechender fristgerechten Ausführungen. Ich hatte dann heute Morgen mit Mainova telefoniert unter dieser kostenfreien Service-Line und habe dann vereinbart, dass ich hierher zum Kundencenter komme. Ne? Ja. Sie erhalten im nächsten Schritt die Schlussrechnung. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie wir beraten Sie gerne. Leider wurde ich von der freundlichen Person in der Anmeldung, die war wirklich freundlich, hat mich sehr aufgeklärt. Hier kann man sehen, meine Adresse. Schreiben ging mir zu. Ich bin kein Schriftsteller. Ich konnte auch die Widerrufsbelehrung runterladen von der Stadtwerke Pforzheim. Aber ich habe keinen Drucker. Da muss ich halt jemanden finden jetzt, der mir das macht. Hier in dem Service Center hätte ich eigentlich wahrscheinlich alles haben können. Jetzt bin ich wieder aufgeschmissen. Ich mache mal kurz Pause. Weiter nach 2018, 2022. Wenn mal der Eingang frei ist, schalte ich den Bildschirm. Wahrscheinlich bin ich da wieder in eine Netzfalle geraten. Ich habe ja immer Ärger mit einer international operierenden Schutzgeldgemeinschaft, die denken, wenn sie mich anderweitig irgendwie geistig beschäftigen, werde ich da durcheinander gebracht. Ne? Jetzt brauche ich nur noch einen Schreiber, der mir die Kündigung schreibt, dann kann ich mich wieder hierher bewegen und dann bekomme ich vielleicht einen Termin, wo ich das persönlich abgeben kann. Ich habe diesen deshalb auch abgelehnt, ich bin deshalb auch für Mainova, weil das ein örtlicher Energieversorger ist, wo man auch mal persönlich hingeht. Aber wenn man dann irgendwie dann abgewimmelt wird von einem Juristen in der Anmeldung, dann ich weiß nicht, da fehlt auch ein bisschen, es kostet ja auch alles immer wieder Porto. Ne? Hier zum Beispiel hat der Brief 70 Cent gekostet, 70 Cent, ja, 70 Euro. Das ist alles nicht so schön. Und ich kenne zwar mich mit Technik aus, bin aber kein IT-Experte. Ne? Und das könnte ich theoretisch alles online machen, aber wo soll ich dann online dann da hingehen? Zum Teil sind ja auch meine Rechner immer wieder gehackt von irgendwelchen Leuten, die Energieproblematik nicht richtig lösen wollen. Die bieten einen Lösungen an, die immer noch verbessert werden können. Deshalb mache ich jetzt hier den Auftritt. Jetzt ist im Moment keiner hier zu sehen. Der läuft, ein Lastwagen fährt hinter mir vorbei, lässt sich auch gut im Spiegelbild erkennen. Es kommt einer zur Tür raus. Muss ich natürlich schützen. Ne? Gut, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Dieses Video widme ich meinem örtlichen Energieversorger Mainova. Wir können auch unter diesem Video Kanal
von mir. Der Kanal heißt Eurolore, EU-Lore, oder nach Wolfgang Martin Google. Ne? Bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Das ist hoffentlich nicht verboten, was ich jetzt gemacht habe. Ne? Aber da werde ich dann aufgeklärt wahrscheinlich. Ne? So, nochmal wieder kein Kunde, weit und breit zu sehen. Alles spiegelt sich schön, ich mich auch. Hallo im Spiegel, kann ich mich wunderbar erkennen. Service Center Stiftstraße 30. Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag 8 bis 16.30 Uhr. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Tschüss.